Mann, bin ich ein Opfer. Okay. Let's start. Vielleicht hätte ich was trinken sollen. Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute freue ich mich besonders auf das Video drehen, denn es ist ein ganz besonderes Video. Also finde ich zumindest. Und zwar gibt es heute ein Tauschpaket von mir und der lieben Barbara. Und wir haben uns halt gegenseitig Sachen geschickt und die zeige ich euch heute. Und natürlich gibt es auch ein Video von der lieben Barbara, das werde ich euch hier unten verlinken und am Ende des Videos. Und schaut unbedingt bei ihr vorbei, dann seht ihr, was ich ihr geschenkt habe. Und ja, ich bin voll aufgeregt, weil ich habe die Sachen schon länger hier liegen, aber ich habe noch nicht wirklich reingeschaut. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist jetzt so voll eine Überraschung für mich. Also ich sehe die Sachen auch zum ersten Mal und ihr auch. Und oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich tierisch drauf. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen. Ich bedanke mich schon mal für dein Paket, liebe Barbara. Aber ich werde mich wahrscheinlich noch 10.000 Mal bei dir bedanken. Aber egal, wir fangen an. Ich habe ihre Sachen in so eine Tüte getan. Es ist durchsichtig, ich weiß. Aber ich habe wirklich noch nicht reingeschaut. Und wir greifen jetzt nacheinander rein. Und ja, ich bin voll aufgeregt. Als erstes habe ich hier eine DVD von Project X. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe den Film noch nicht geschaut. Mein Freund hat immer gesagt, schau ihn dir an, Schatz, weil er hat ihn schon gesehen. Und jetzt kann ich ihn anschauen. Also danke schön, liebe Barbara. Ich werde ihn vielleicht sogar heute noch anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe mit dem Schneiden und so, aber ich versuch's. Dann geht's weiter mit diesem Teil hier. Das ist eine Kette und die ist gold-silber und die ist voll einzigartig. Also so eine Kette habe ich noch nicht und ich freue mich schon darauf, sie zu kombinieren. Aber ich kann sie ja jetzt mal anziehen, weil ich habe ja keine Kette dran. Das war keine Absicht. Ich habe meine Kette, die ich anziehen wollte, nicht gefunden. Aber egal, ich muss eine Schere holen. Handy aus. Ich habe sie jetzt angezogen. Ich finde auch, sie passt ganz gut zum Oberteil. Und ich finde es cool, dass es Gold-Silber ist. Dann kann man immer goldenen Schmuck und silbernen Schmuck tragen. Und ich habe gerade eine goldene Uhr dran. Deswegen passt das perfekt. Machen wir weiter. Und zwar habe ich hier zweimal Tee bekommen. Die Barbara ist ja voll der Tee-Junkie. Deswegen habe ich ihr auch Tee geschenkt. Aber ich habe eigentlich ihren eigentlichen Tee daheim vergessen. Deswegen habe ich ihr dann einen neuen gekauft. Okay, egal. Auf jeden Fall habe ich hier türkischer Apfel und persischer Granatapfel. Ich glaube, die Geschmacksrichtung türkischer Apfel kenne ich schon und er schmeckt sehr gut. Und persischer Granatapfel habe ich noch nicht probiert und deswegen freue ich mich auf die Tees. Da steht sogar neu drauf, also falls ihr Teeliebhaber seid, dann könnt ihr euch ja den persischen Granatapfel mal anschauen. Und die duften immer so gut, ne? Dann habe ich hier, oh, darüber habe ich mich so gefreut, von Batiste ein Trockenshampoo bekommen. Für Dark und Deep Brown Hair. Also für dunkle, braune Haare auf jeden Fall. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich hatte noch nie ein Batiste Shampoo. Und deswegen habe ich mich sehr... Batiste Shampoo. Ich hatte noch nie ein Batiste Trockenshampoo. Und deswegen habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Also irgendwie bin ich nie dazu gekommen, mir dieses Trockenshampoo zu kaufen. Ich habe immer die von Algemarina und so gekauft. Aber ja, ich freue mich schon darauf, es zu testen und euch zu berichten, wie ich es finde. Und ja, danke schön, liebe Barbara. Ich muss euch mal was Kleines gestehen. Ich habe noch Schokolade bekommen und zwar ein Kinderüberraschungsei. Aber das war schon halb offen und dann dachte ich mir so, okay, komm, das isst du jetzt, weil ich wollte es nicht halb offen vergammeln lassen. Und da war voll das coole Geschenk drin. Ich glaube, so eine Fee oder so. Darüber habe ich mich voll gefreut, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich muss sie mal suchen. Aber wie immer war es das natürlich noch nicht mit dem Tauschpaket. Ich habe hier noch so eine kleine Schminktasche bekommen, worüber ich mich auch sehr freue. Ich liebe Schminktaschen. Ich habe, glaube ich, so einen Schminktaschenfetisch. Ich muss mir immer eine neue Schminktasche kaufen. Ich weiß auch nicht, warum. Und die glänzt so schön. Naja, glänzt die? Ja, egal. Wir machen sie auf. So, als allererstes habe ich was von NYX oder NYX drinnen. Und zwar nennt sich dieses Produkt Mega Shine Lip Gloss. Und die Barbara liebt diese Produkte. Und jetzt hat sie mir eingeschenkt. Ich wollte mir diese Produkte bzw. diese Glosse sowieso mal anschauen. Aber jetzt hat sie mir eingeschenkt und jetzt kann ich mich darüber freuen. Dann schauen wir mal weiter rein. Auf jeden Fall sind hier einmal... oh, voll süß. Dieses Teil oder diese Süßigkeit nennt sich Beauty Sweeties. Und das ist in der Geschmacksrichtung Granatapfel-Himbeere. Wow, ich freue mich. Und die sehen, glaube ich, voll süß aus. Warte, ich mache mal mit euch eins auf. Die sehen
sind so kleine süße Herzchen und dann seht ihr da drinnen, dass da noch solche Körner sind vom Granatapfel-Dings. Wisst ihr, was ich meine? Egal, wir probieren die mal. Natur pur steht hier noch drauf. Nicht auf jeden Fall gut. Dann war in dieser Schminktasche noch diese süßen Plüschsäckchen hier. Die sind so süß in rosa und darüber freue ich mich auch sehr, weil ich liebe Plüschsocken. Vor allem bei mir ist es ja arschkalt im Mond. Wir haben hier Laminat und deswegen, yay, sehr praktisch. Dann habe ich hier, oh, die Barbara kennt mich einfach, die Dalando Leaf Handcreme und die habe ich verloren gehabt und das ist wirklich die beste Handcreme ever. Ich hatte ja auch noch eine andere Handcreme, die ich echt gut fand, aber die habe ich auch verloren. Auf jeden Fall gibt es die bei Douglas und kostet nur 2,45 € oder so und die ist so reichhaltig und die duftet so gut und sie pflegt so gut. Also danke, liebe Barbara, du bist irgendwie so meine Lebensretterin. Also irgendwie ist mir alles leer gegangen oder ich hatte die Sachen noch nicht und du hast sie mir geschenkt. Sau cool, ey. Dann machen wir weiter und zwar, oh, was von The Body Shop. Was ist das denn? Ein Parfüm. Da steht Atlas Mountain Rose, wenn ich mich nicht täusche. Oh, voll süß. Sprühen wir das mal auf. Oh, das riecht wunderschön nach Rose. Ein bisschen nach Alkohol. Oh, cool. Das hatte ich auch noch nicht. Ist immer so schwer bei Beauty Junkies was zu finden, was der andere noch nicht hat, ne? Okay, wir machen weiter. Und zwar habe ich hier ein Geschenkband. Sehr praktisch, Barbara. Dankeschön. Und dann habe ich hier ein Nagellack von Annie. Wow, die Farbe ist echt schön. In der Farbe, der Duft kommt jetzt so langsam raus, das ist echt gut. falls ihr auf Rose steht, könnt ihr euch diesen Duft mal anschauen von The Body Shop. Auf jeden Fall ist es die Farbe 45 Miss Burgundy. Es ist so ein Vampy-Lila und ich finde diese Farbe echt cool. Also ich bin auch derzeit auf so diesen dunklen Trip, würde ich jetzt sagen, auf den Lippen oder auf den Nägeln, aber ich pflege gerade meine Nägel, deswegen habe ich nichts drauf. Aber die Farbe ist perfekt und ich freue mich schon darauf, sie auszuprobieren. Dann habe ich hier noch ein Duschgel von Alverde und das nennt sich Cardamom Vanille. Und da steht, reinigt sanft und belebt mit außergewöhnlichem Duft. Und das ist eine Limited Edition. Ich muss euch in diesem Video so viel gestehen, ich hatte noch nie ein Duschgel von Alverde, deswegen freue mich auch schon drauf. Also es riecht, nach was riecht das denn? Nach Pflanze irgendwie. Ich weiß zwar nicht, was Kardamom ist, aber es riecht irgendwie nach Pflanze. Und sehr angenehm nach Pflanze. So, dann habe ich hier von Dresdner Essence ein Badesalz. Und da steht, was ist das für? Luletta? Das nennt sich tatsächlich Luletta und riecht sehr blumig und sehr schön. Und davon schwärmt die Barbara immer, also über Badesalze. Und bei mir hat sie auch genug Badesachen bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Dann ist hier noch, da sind hier noch zwei Masken drinnen. Also einmal eine Schokomaske von Shabins und einmal eine Erdbeer-Peeling-Maske. Sehr praktisch, würde ich sagen. Und die werde ich natürlich auch ausprobieren. Und dann war es das. Die Tasche ist leer, aber die Tasche an sich ist schon mega cool. Schaut mal, das ist so holomäßig. Voll genial irgendwie, ne? Okay, das war's dann mit dem Tauschpaket. Dankeschön, liebe Barbara. Die Sachen waren voll cool. Also ich glaube, du hast dir bei allen Sachen was gedacht. Also ich bin ja wirklich so, ich kann meinen Körper reinigen, danach kann ich meine Nägel machen, danach kann ich in diese kuscheligen Säckchen schlüpfen, nebenbei einen Tee trinken, nebenbei die DVD. Schauen und wenn ich fertig bin, kann ich mich mit Parfüm einsprühen. Und wenn ich Lust habe, kann ich noch die Süßigkeiten nebenbei essen und wenn ich möchte, noch ein Geschenk einpacken. Auch wenn ich grottenschlecht in Geschenke einpacken bin. Und danach könnte ich mir ein bisschen Frische verleihen und diesen Gloss auftragen. Also ich habe mich sehr über diese Sachen gefreut. Es waren alle sehr praktische Sachen, Sachen, die ich noch nicht hatte. Aber ist ja wohl egal, was du mir geschenkt hättest. Ich hätte mich tierisch darüber gefreut und ich finde es einfach so schön, dass sich ein Mensch die Mühe macht. Wisst ihr, was ich meine? Also die Mühe macht,
sich überlegt, was ich habe oder was ich nicht habe oder was ich brauche oder was ich nicht brauche. Und ich weiß, dass einige Produkte ich ihr noch gesagt habe, dass ich diese Sachen liebe und so. Und ja, egal. Auf jeden Fall, lieben herzlichen Dank, liebe Barbara. Ich werde euch ihr Video hier oben verlinken. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Video gefallen hat und ob ihr noch mehr solche Tauschpakete wollt. Ich kann euch mal mein allererstes Tauschpaket auch in die Infobox verlinken. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr da auch vorbeischauen, aber erst nachdem ihr Barbaras Video geschaut habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Fühl dich ganz doll gedrückt, liebe Barbara. Ich hab dich ganz doll lieb. Ich schenke dir 1000 Küsse. Und ja, ich werde mal die Sachen ausprobieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Lieben. Ich hab euch auch lieb. Ciao.